Fuchsbandwurm. Fuchsbandwurm ist eine Art der Bandwürmer. Fuchsbandwurm befällt insbesondere Rotfuchs, Marderhund, auch Polarfuchs und seltener auch Haushund und Hauskatze. Fuchsbandwurm existiert auch oder hat als Zwischenwirt kleinere Säugetiere, zum Beispiel die Feldmaus oder auch die Rötelmaus. Beim Menschen ist der Fuchsbandwurm Auslöser einer lebensgefährlichen Wurmerkrankung, nämlich der sogenannten alveolären Echinokokkose. Zwar ist diese Krankheit sehr selten, aber sie ist sehr gefährlich. Fuchsbandwürmer sind meist im Menschen, in anderen Wirten nicht schädlich. Das heißt, typischerweise Hunde und Füchse leiden nicht unter dem Fuchsbandwurm. Der Fuchsbandwurm hat sich gut an die Tiere angepasst und die Tiere an diese Fuchsbandwurm. Nur beim Menschen kann eine Infektion mit Fuchsbandwurm verheerende Folgen haben. Letztlich ist der Mensch ein Fehlzwischenwirt, denn der Mensch kann die Fuchsbandwürmer auch nicht weitergeben. Und so gilt es, Fuchsbandwürmer vorzubeugen, und das ist ein Grund, weshalb man normalerweise auf dem Feld und im Wald nicht direkt mit Händen Kräuter und so weiter pflücken sollte, sondern man muss mehr Handschuhe tragen und muss die Kräuter, die man in Bodennähe gesammelt hat, gründlich reinigen, um sicherzustellen, dass kein Fuchsbandwurm darauf enthalten ist.